Ich könnte platzen. Jetzt die Faust in der Tasche machen? Oder was kann man tun, um mit mehr Gelassenheit in Konfliktsituationen gelassener aufzutreten? Dr. Martin Christian Morgenstern erläutert im dritten Teil unserer Gesprächsreihe zu mehr Gelassenheit, wie man Emotionen in Konfliktsituationen steuern kann, aber wo auch die Grenzen liegen. Im Gespräch mit Dr. Morgenstern für Sie und am Mikrofon Michael Klems. Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start Sequence. Also ein Modul in dem Seminar heißt ja, so haben Sie Ihre Emotionen im Griff. Also ich kenne es selber so, es gibt dann Leute, die wedeln dann mit dem Arm rum, die fuchteln dann irgendwo und die kriegen dann Flecken im Gesicht, die fangen dann rumzutänzeln. Ist das damit gemeint, dass man sich sozusagen ein bisschen wie ein Schauspieler verhalten muss, dass man seine Emotionen nicht gleich zeigt, wenn man jetzt unter Stress, unter Druck, vielleicht sogar angegriffen wird, dass man das erstmal versucht, so ein bisschen für sich zu lernen, Pokerface aufzubauen? Ja, die Kunst ist natürlich jetzt, wenn ich starke Anzeichen von Stress ausstrahle, signalisiere ich meinem Gegenüber immer, ich habe die Sache nicht mehr im Griff. Und das kann mein Gegenüber natürlich dann dazu ermutigen, genau an dieser Stelle mal mit noch mehr Freude und Energie weiterzumachen. Deswegen macht es Sinn, wenn ich merke, okay, das läuft mir jetzt gerade emotional aus dem Ruder, dann lernen die Teilnehmer erstmal über die Atmung, sich für diese Sekunde noch aufzufangen, aber ab einem gewissen Punkt, wenn man zum Beispiel der Volksmund sagt, ich könnte platzen vor Wut, dann kann ich mir, sagen wir mal, mein Platzen zeitlich noch ein kleines bisschen über Beatmungstechniken verzögern, aber ich muss irgendwo platzen. Das liegt einfach, denke ich mal, an dem Adrenalin. Ne? Ich habe das aufgebaut, das muss raus. Ja. Ja. Und auch diese Muskelspannung, die damit einhergeht. Das Adrenalin feuert den Kreislauf an und gleichzeitig habe ich die Muskeln richtig angespannt. Kampf oder Flucht. Ne? Genau, und die wollen sich jetzt entladen. Und wenn ich das nicht tue, wenn ich jetzt sozusagen, wie der Volksmund sagt, Faust in der Tasche mache und das mit mir mitschleppe, irgendwo wird sich's entladen. Am besten Falle bei meinem Partner nachher dann zu Hause, der sich riesig darüber freut. Oder die Kinder oder so. Oder die Kinder oder der Nachbar. Oder auf der Autobahn Kiosk. Irgendwie. Genau, ne? Irgendeiner kriegt's ab. Aber leider nicht der, meistens der ist auch, der dafür verantwortlich ist. Und die Kunst ist es auch hier wieder, das Gefühl für sich selber zu verstärken, zu merken, okay, du musst jetzt gleich platzen, dann sich langsam und elegant, da gibt es dann verschiedene Ideen, wie man sich aus so einer Situation mal vom Moment rausziehen kann und dann, man kann fast sagen, kontrolliert irgendwo zu explodieren. Darf ich da nochmal einsetzen? Ja. Das einfach, damit man, weil wir ja auch das mit dem Körper verstehen hatten. Es gibt jetzt für mich persönlich zwei Szenarien. Entweder ich habe Angst oder ich werde provoziert, ja. Was passiert da jetzt genau im Körper? Nehmen wir mal an, ich habe jetzt als Mitarbeiter richtig Mist gebaut, habe immer Angst vor der Situation, dass es entdeckt wird. Jetzt wird es entdeckt und ich habe halt wirklich jetzt diese Angstsituation. Was passiert dann im Körper? Jetzt so rein chemisch, weil dann setzt ja auch diese Emotionen dann ein. Genau. Der Körper von uns, muss man wissen, ist immer für körperliche Aktion hergestellt. Das heißt also, diese reinen mentalen Szenarien mit Druck kennt unser System in diesem Sinne nicht. Das heißt also, wenn ich jetzt Angst habe, dass jetzt irgendetwas rauskommt, dann geht mein Körper hin, macht sich in diesem Falle fluchtbereit. Weil wenn irgendwas entdeckt wird, ist es besser, zumindest jetzt in der rauen Natur, wenn ich dann nicht da bin, wenn die anderen das mitkriegen und mir den Kopf abreißen wollen. Und dazu wird erstmal der Kreislauf hochgefahren. Das geht über verschiedene Stresshormone, unter anderem Adrenalin und auch später, wenn ich mich richtig lange stresse, Cortisol. Gleichzeitig auch gehen meine Muskeln in eine Vorspannung, weil die sollen ja jetzt gleich den Körper bewegen. Und dazu kommt dieses Denken, was mache ich jetzt genau, dauert Zeit. Das heißt also, Denken wäre kontraproduktiv, weil in der Natur, wenn es gefährlich wird, muss alles schnell gehen und dann wird mein Großhirn abgeschaltet. Das heißt also, ich bin nur noch am Reagieren, aber ich bin nicht mehr kontrolliert in meinem Verhalten. Wie kann ich
wie äußert sich das dann bei einem Büromenschen? Der kann ja nicht weglaufen. Der sitzt jetzt auf seinem Stuhl, ja. Der Chef steht vor ihm am Schreibtisch und sagt, ja, hier, gucken Sie mal, ne, großen Mist gemacht. Der Garten so. Hat eigenen Saft. Ja, genau. Der kann ein bisschen mit Füßen scharren, mehr kann er ja nicht machen. Genau. Im Grunde genommen kriegt er den Mega-Schweißausbruch. Genau. Dann sitzt er also schwitzend auf seinem Sessel, versucht natürlich bestmöglich, sich nichts anmerken zu lassen. Und ich sag mal, man kann das vergleichen, wie wenn man sein Auto nimmt auf dem Parkplatz und Gaspedal durchtritt und dann aber nicht fährt. Da würde jeder sagen, so vom Gefühl allein, wie sich das anhört, ist nicht gut, kann nicht gut sein. Und genauso ist es mit dem Körper natürlich auch. Das heißt also, unser Körper hat kein Problem mit starken Emotionen, mit starkem Stress, wenn er sich dann auch so verhalten darf, wie er gerne möchte, sprich in Bewegung gehen. Egal, ob jetzt geht jetzt nicht, ich sitze auf dem Drehstuhl, also einmal tief durchatmen. Genau, also erstmal feststellen, dass es so ist. Das ist immer der erste Schritt, weil sonst kann ich ja nichts machen. Und dann kann ich erstmal mich versuchen über die Atmung, das heißt, es gibt so eine spezielle Atemtechnik, mich für den Moment, soweit es geht, unter Kontrolle zu behalten, ein bisschen versuchen, die Ruhe zu behalten. Und dann, wenn die Situation vorbei ist, weil der Chef wird ja dann in diesem Beispiel nicht den ganzen Vormittag neben mir stehen, muss ich wissen, ich muss diesen Dampf rauslassen. Ob ich jetzt danach, ich sag mal, in dem Bürohochhaus die Treppen bis zum Treppenhaus hochmarschiere und runter oder früher hat man gesagt, geh Holz hacken, ja, also das heißt also, ob ich jetzt einmal um den Block stampfe oder ob ich jetzt in meinem Büro 20, 30, 50 Liegestütze mache oder ob ich einfach auch in meinen Arm reinschreie, das bleibt dann jedem so ein bisschen überlassen. Da muss auch jeder gucken, dass er so ein, zwei Ideen findet, womit er seinen Dampf rauslässt. Warum ist das so wichtig, den Dampf rauszulassen, wenn ich es nicht tun würde? Was würde denn dann auf Dauer passieren? Werde ich da krank? Naja, der Körper wird auf jeden Fall extrem beansprucht. Und wenn ich mich nicht bewege mit Stresshormonen im Körper, dann kreisen die noch viel länger. Das heißt, die Stressreaktion wird noch viel länger aufrechterhalten. Und Stressreaktionen kosten den Körper immer viel Kraft. Das heißt also, es belastet nicht nur Herz-Kreislauf-System, sondern belastet auch das Immunsystem. Und wenn ich jetzt also viel, mich zum Beispiel im Sessel aufrege und hochkoche und dann auch noch stundenlang mit meinem Adrenalin, mit hohem Herzschlag da sitzen bleibe, produziere ich natürlich eine extreme Belastung fürs Herz-Kreislauf-System, habe eine lange Zeit einen sehr hohen Blutdruck und daraus können natürlich dann ernsthafte Erkrankungen für das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel entstehen. Ja, Stichwort Bluthochdruck ist sehr, sehr weit verbreitet. Dann Herzinfarkt ist die häufigste Todesursache nach wie vor. Und daneben ist natürlich auch mein Immunsystem, ist durch das viele Cortisol im Blut auch runtergedrückt. Und das heißt also, in diesem Moment ist mein Immunsystem, oder nicht im Moment, in diesen Zeitfenstern ist mein Immunsystem geschwächt. Und das heilt auch dann, wenn ich mich danach nicht quasi von diesen Stresshormonen durch Bewegung befreie, ziemlich lange nach. Und das sind Fenster, wo ich immunologisch schwächer bin. Das heißt, in diesen Fenstern können sich verschiedene Krankheiten durch Erreger, sei es aber auch letzten Endes, wir haben permanent Zellreparaturen, auch in diesen Bereichen, können sich verschiedene Krankheiten entwickeln. Also das Falscheste wäre im Grunde genommen ganz gelassen, eine rauchen zu gehen. Weil das wäre die Droge, ja? In einer Zeit, der ich werf schnell was ein oder ich trinke oder ich rauche mir eine, um das zu ersetzen, den Sprint durchs Treppenhaus, wäre doch jetzt eine rauchen zu gehen und runterzukommen, was viele vielleicht machen. Ich rede jetzt mal von den Rauchern. Wäre das Falscheste vom Falschesten? Nicht unbedingt. Okay. Wenn wir jetzt mal gucken, was der Raucher so macht. Der Raucher verlässt den Ort des Geschehens. Das heißt, verlässt das Reizreaktionszentrum. Heutzutage muss er raus, ja? Genau. Früher konnte er. Ja, aber heute muss er raus. Das heißt also, er verlässt den Ort, wo der Ärger wohnt. Schon mal super. Dann, er bewegt sich. Auch gut. Dann geht er meistens an die frische Luft. Das muss er heutzutage. Auch gut. So. Und dann macht er Atemgymnastik mit der Zigarette. Okay. Die sowohl die Atmung beruhigt, weil beruhigen wir die Atmung, beruhigen wir unseren Kreislauf. Also ist jetzt kein Aufruf zum Rauchen zu werden. Nein, nein, nein. Die Rechnung fürs Rauchen kommt, wie jeder weiß, im Zweifel später, dann aber gewaltig. Ja. Aber rein von der Funktionsweise ist Rauchen natürlich eine wunderbare Unterbrechung der Arbeit oder auch wenn ich in einer Stresssituation bin, der allgemein belastenden Situation. Ich verlasse die, ich konzentriere mich auf die Atmung. Gleichzeitig verbindet mein Gehirn in der Regel bei Rauchern mit der Zigarette einen Entspannungsritus. Das heißt also, das Gehirn feuert neben der Atmung auch nochmal auf den Körper runter und sagt, hey, mach mal ein bisschen ruhiger, wir rauchen jetzt gerade eine. Und insofern ist die Raucherpause schon eine gute Unterbrechung von Stressbelastungen.
aber natürlich um den Preis im Zweifel der Gesundheit zu einem späteren Zeitpunkt. Wegen Giftstoffen etc. Genau, aber das wäre ein anderes Interview. Nochmal zu dieser Steuerung. Auch das muss ich ja irgendwo üben, ja. Da schließt sich ja der Kreis wieder mit dem Körper. Ich muss erkennen, dass ich jetzt in einer Stresssituation bin. Ich muss dann mein Ritual irgendwo aufbauen. Auch da wieder die Frage, gibt's da auch irgendwelche Hilfssymboliken, die ich mir aufbauen kann, um zu sagen, okay, ich darf jetzt das Atmen nicht vergessen. Ich muss vielleicht mal kurz irgendwie die Hände mal so auf und zu machen, vielleicht die Wadenmuskulatur, irgendwas, ja, um halt diese Bewegung irgendwo zu simulieren. Gibt's da im Kopf irgendwas, was man sich so als Bild aufbauen kann? Ja. Also die Kunst ist es, die Techniken erstmal sich auf wenige Techniken zu beschränken. Das heißt also, mein Seminar, ich stelle immer verschiedene Techniken vor. Mir ist es aber wichtig, dass sich die Teilnehmer nachher so auf 2, maximal 3 Techniken festlegen und diese aber dann verankern. Das heißt, durch also sozusagen sensorische Kniffs, das beispielsweise immer, wenn ich Daumen und Zeigefinger zusammenführe, gehe ich in ein Atemmuster rein. Das heißt also, wenn ich regelmäßig diese Atmung ansteuere, dazu Daumen und Zeigefinger zusammenführe, dann verankert sich im Gehirn diese Kombination Bauchatmung gleich Zeigefinger und Daumen zusammenführen. Und das heißt, also ich kann dann irgendwann, wenn ich das regelmäßig tue, durch diese Verknüpfung, ich führe meinen Daumen mit dem Zeigefinger zusammen, automatisch die Bauchatmung aktivieren. Und wenn ich jetzt dazu noch übergehe, mir dazu ein Bild vorzustellen, ja, mit einer bestimmten Farbe, vielleicht mit bestimmten Geräuschen, habe ich so verschiedene Zugriffspunkte, um also die Atmung anzusteuern, ohne mir selber zu sagen, hey, atme mal. Weil atme mal tief durch ist ein Sprachbefehl. Mhm. Der funktioniert, solange wir entspannt sind, super. Aber unter Druck klappt der nicht mehr. Das heißt also, man muss andere Ankerpunkte finden. Und das muss auch jeder für sich dann ein bisschen rausfinden, was sind meine Ankerpunkte? Weil jedes Gehirn ist etwas anders. Um dann unter Druck das überhaupt anwenden zu können. Und das ist natürlich so ein Schwerpunkt, den wir im Seminar machen. Gehen wir es nochmal so zum Abschluss nochmal in die einzelnen Etappen durch. Ja? Also es folgt der Angriff und jetzt setzen verschiedene Schritte. Kann man die nochmal so kurz runterskizzieren, so bis zum Verlassen des Raumes und durchs Treppenhaus? Wir haben also, die Drucksituation entsteht mit einem Gong. In diesem Moment, wo der Gong ertönt, bleibt im ersten Schritt meine Atmung stehen. Das ist das erste Signal. Schrecksekunde. Atmung bleibt stehen und dann wechselt die Atmung, wenn diese Stresssituation aufrechterhalten wird, aus dem Bauch hoch in die Brust. Das heißt, meine Atmung wird flacher und schneller. Gleichzeitig merke ich jetzt schon, meine Muskeln gehen in Anspannung und je nachdem, wie stark der Reiz war, kann ich dann auch schon nach 1-2 Sekunden spüren, wie mein Herz-Kreislauf-System angeworfen wird. Dieser kleine Zeitversatz 1-2 Sekunden, der hat damit zu tun, dass die Stresshormone, die den Puls hochtreiben, im Gehirn bestellt werden und im Körper ausgeliefert werden. Und dieser Bestellvorgang, ähnlich wie beim Pizzabringdienst, der dauert 1-2 Sekunden und dann geht's im Körper dann auch damit los. So, und dann merke ich im nächsten Schritt, dass mein Verhalten nicht mehr ruhig ist. Das heißt, ich möchte entweder mein Gegenüber angreifen, wenn ich aber merke, der Gegner ist größer, das kann auch sein, dass er einfach in der Hierarchie höher gestellt ist, dann gehe ich dazu über, in ein Fluchtverhalten zu wechseln. Und das Fluchtverhalten kann ich natürlich jetzt physisch gerade in der heutigen Welt nicht mehr ausführen. Das heißt, ich muss in der Situation bleiben. Also beginne. Das ist so ein argumentatives Fluchtverhalten. Exakt, genau. Das heißt also, ich beginne jetzt kommunikativ auszuflüchten. Und mein Gefühl sagt mir aber eigentlich, man will sich dieser Situation nur noch entziehen. Das darf ich jetzt aber erstmal nicht. Also koche ich. Und wenn diese Situation mich dann irgendwann freigibt, die Person, die es auslöst, den Raum verlässt oder jemanden Telefonhörer auflegt oder sich anderweitig einen Raum für mich ergibt, sich der Sache zu entziehen, dann habe ich jetzt natürlich nach wie vor diesen angeschmissenen Motor im Körper, habe diesen Rückwärtsgang. Der Blutdruck ist oben, der Puls ist noch oben. Exakt. So, und wenn ich jetzt Business as usual machen würde, bei den meisten Menschen würde ich mich jetzt wieder in meinen Sessel setzen und würde die Sache da irgendwo auskochen. Natürlich, irgendwann geht es auch wieder runter. Aber wenn ich das natürlich jetzt bei mir an irgendeiner Stelle erkannt habe und je früher ich das erkenne, umso schneller kann ich darauf eingreifen, umso eher verhindere ich dieses richtige Hochkochen. Und wenn ich jetzt merke, okay, die Situation ist hochgekocht, ich kann mich jetzt aber wieder frei bewegen, dann würde ich mir an dieser Stelle dann einen Riesengefallen tun, den Dampf durch körperliche Aktion rauszulassen. Und da muss dann jeder gucken, was ist seine bevorzugte Aktion, was ist auch vor allen Dingen in der Arbeitswelt überhaupt durchführbar.
Wo man früher gesagt hat, geh mal Holz hacken, das geht in einem Büro heute nicht mehr. Also muss ich mir etwas anderes, genau. Also muss ich mir einen Ritus suchen, was ich mache, wenn mir der Hut wegfliegt. Und das ist natürlich dann auch, es gibt natürlich so ein paar Standardsriten, die die meisten Menschen haben, aber da sollte man sich dann durch Ausprobieren auch am besten eine Sache rauspicken und sagen, okay, immer wenn mir der Hut hochfliegt und ich habe danach die Möglichkeit, den auch fliegen zu lassen, dann mache ich genau das. Gut, Dankeschön. Sehr gerne. Sie hörten den dritten Teil der Talkreihe Gelassen gewinnen mit Dr. Martin Christian Morgenstern. Das Gespräch haben wir am 8. Oktober 2013 in Siegburg aufgezeichnet. Sie haben Anmerkungen oder Fragen zu diesem Beitrag? Nutzen Sie die Kommentarfunktion auf den Seiten oder schreiben Sie uns eine E-Mail an info@infobroker.de. Wir leiten diese gerne natürlich auch an Herrn Dr. Morgenstern weiter. Im kommenden Beitrag spreche ich mit Dr. Morgenstern über die Bedeutung der Ernährung für mehr Gelassenheit. Wir freuen uns natürlich auch dann wieder, wenn Sie mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit und bis bald, sagt Michael Clemens von infobroker.de.